Hundefriedhof. Hundefriedhof. Hallo, heute habe ich diesen wunderbaren Kasten dabei. Den habe ich mir aus der Apotheke geliehen. Und ich will euch mal zeigen, was man mit diesem tollen Kasten, der quasi schon einige Jahre in der Apotheke anwesend ist, machen kann. Wie ihr schon seht, tolle Apparaturen und eine Anleitung auch noch. Die würde ich mir erstmal beiseite legen, da ich schon vieles im Internet gelesen habe, was man mit diesem Kasten machen kann. Zum einen, wie ihr seht, haben wir hier ein wunderschönes Gerät, was man an die Steckdose anschließen kann. Das wollen wir gleich ausprobieren. Und dann haben wir natürlich an dem Kasten den eigentlichen Zauberstab. Mit diesem Zauberstab und den Hilfsmitteln kann man sehr viele Krankheiten auf einfachste Art und Weise mit hochfrequenten Strömungen heilen oder nahezu nicht so stark von einem mehr bemerkbar machen. Ich zeige euch das mal, wie schön dieser Apparat einfach die Heilung machen kann. Passt mal auf. Also, diese tollen Dinge, die in diesem Kasten drin sind, will ich euch mal zeigen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie man am besten heilen kann mit den einfachen Mitteln, die hier gegeben sind. Guckt mal. Dieser schöne Kamm ist zum Beispiel gegen Schuppen und jegliche Kopferkrankungen durch die Haare anzuwenden. Und hier haben wir noch was anderes Tolles. Man kann zum Beispiel hier das Ozon sowohl oral als auch nasal mit diesem tollen Gerät auf einfachste Art und Weise mit Strom behandeln und nahezu den Schaden wieder beheben. Ich werde euch das gleich nochmal erklären anhand von einer Testperson. Genau. Aber seht, was für tolle Sachen hier in diesem Koffer drin sind. Man muss einfach nur zur Apotheke freundlich fragen, ob man diesen Koffer leihen darf. Und dann meistens mit etwas freundlich, wenn man freundlich fragt, kriegt man meistens den Koffer ausgeliehen. Genau. Und auch hier für die Nase wieder kann man mit Strom heilen. Oder wenn man etwas tiefer in die Nase möchte, hat man auch den ganz langen, etwas gebogenen. Der ist für größere Nasenlöcher geeignet. Und auch hier etwas ganz Entspannendes mit einer großen Fläche, die die Haut möglichst großflächig behandeln kann, ist für größere Symptome, zum Beispiel Warzenentfernungen oder ähnliches, gut geeignet. Dieser hier, der ist bei Kopfschmerzen gut. Den muss man auf beiden Seiten quasi anwenden, weil ja hier auch schon zwei Flächen zur Verfügung stehen. Sollte man den besser für beide Seiten gleich anwenden. Das Gehirn besteht ja aus zwei Teilen und so hat man sich das hier auch gedacht. Dieser hier ist auch gut geeignet, wenn man im Ohr, der kommt ins Ohr gut rein, wenn man da irgendwas, vielleicht Entzündungen, Ohrenentzündungen, Mittelohrentzündungen. Den hatte ich schon. Den weiß ich nicht so richtig. Der ist für den Mundinnenraum geeignet. Man kann quasi die Zähne, wenn man die Zunge hoch macht, die unteren Zähne damit gut erreichen. Aber auch über der Zunge, am Kiefer kann man auch was mitmachen. Zum Beispiel, wenn das Zahnfleisch nicht ganz richtig über den Zähnen ist, kann man das hiermit wieder zurückholen. Alles mit Strom. Was natürlich hervorragend ist, da ich ja heute zusätzlich zu dem Kasten auch den Stromgenerator mitgeliehen habe. Nochmal jetzt.
Zum Behandeln mit Strom brauchen wir natürlich erstmal Strom. Hier haben wir in der Wand eine Steckdose. Da wollen wir einfach mal den Stecker in die Steckdose rein und schon kann die Heilung mit dem Gerät umgesetzt werden. In diesem Gerät ist was Modernes eingebaut, was man dem Gerät gar nicht so ansieht. Eine Tesla-Spule. Der Strom geht hier durch und an den Spitzen, dort wo der Kontakt entstehen kann, zur Haut, wird Ozon, O3, produziert, was den heilenden Prozess durchaus unterstützt. Und wir wollen euch das mal zeigen, wie einfach eine Heilung mit so einer Apparatur möglich sein kann. In diesem Gerät hier, wie ihr schon gesehen habt, gibt es verschiedene Aufsätze, die einen Hohlraum enthalten, die folgendermaßen mit dem Gas Argon gefüllt wurden, welcher den hochfrequenten Strom durchaus positive Eigenschaften zunutze macht, indem er sich leuchtenderweise uns präsentiert. Und das will ich euch mal zeigen. Hier ist der Schalter, den müsst ihr anschalten. An. Die Apparatur besitzt auch zusätzlich noch einen weiteren Schalter. Den könnt ihr hochstellen. Je nachdem, wie stark die Erkrankung ist, müsst ihr richtig einstellen. Man kriegt das mit der Zeit ganz gut hin. Man kann jetzt hier ein bisschen schneller machen. So. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie schön das Ganze leuchtet. Guckt, seht, das ist das Gas Argon in diesem wunderschönen Heilmittel. Das Gas Argon. Guck. Auf der Haut aufgetragen entsteht der Effekt der Heilung. Und ich werde euch mal zeigen anhand einer Probandin, die sich freundlicherweise hier den Arm mal ablegen könnte, wie schön man damit heilen kann. Zunächst wollen wir aber den Aufsatz wechseln, damit wir auch die richtige Apparatur zur Verfügung haben. Dazu muss man einfach hier das vorsichtig wieder rausnehmen. Guck, wie einfach das geht. In den Kasten wieder rein. Und dann wollen wir mal den richtigen, den ich schon die ganze Zeit im Auge habe, am Arm gegen Kopfschmerzen probieren. Wollte ich einmal den Arm. Jetzt schalten wir wieder das Gerät ein. Wie ihr sehen könnt, auch hier entwickelt sich an dem Gerät eine wunderschön leuchtende Farbe, die dem Gas Argon zugeschrieben wird. Und jetzt wollen wir an dem Arm testen, den Kopfschmerzen, wie einfach. Ah. Seht ihr? Nicht zu viel, auch nicht zu wenig, aber ein bisschen muss man noch. Und nicht zu vergessen, beide Seiten, wie ich ja schon erwähnte, ordentlich durchbraten, damit der heilende Effekt am Arm auch langfristig anhält. Guck, wie toll das leuchtet. Und durch die kleinen Blitze wird der Strom auf die entsprechende Körperstelle übertragen und heilt mit einfachen Blitzen und funkelnden Strahlen. Das so, dass es wieder wie neu ist. Genau, das Gerät müssen wir noch richtig einstellen und gleich ist es soweit. Dieses hier hat zwei Gase, Argon und Neon. Beim abendlichen Relaxen kann man mit dieser Massagefunktion, das kann sich drehen, einfach direkt am Arm arbeiten und so
wie neu quasi alles wieder in den Originalzustand herstellen. Ganz einfach. Seht selbst, wie gut das Gerät arbeitet. Für mich eins der tollsten Erfindungen, die es jemals bei den Menschen gab. Diese Apparaturen haben natürlich auch durch ihre Wirkung einen Effekt, der Ozon freilässt. Ozon ist ähnlich wie bei den Blitzen eine Sache, die entsteht. Ozon kommt aus dem Griechischen und heißt Ozein und wird normalerweise auch durch den Geruch wahrgenommen. Man kann zum Beispiel sehr gut den Geruch wahrnehmen, der leicht wie Wäsche, die frisch gebügelt wurde, riecht. Ich habe diesen wunderschönen Kasten aus der Apotheke geliehen, weil ich sehr stark unter einem Zucken am Auge gelitten habe, wobei ich täglich bei einfachster Anwendung mit diesem Gerät meine Krankheit sehr einfach lindern konnte, bis nahezu gar keinen Effekt mehr auftrat, der mich zum Zucken brachte. Ihr könnt ja selbst mal die Erfahrung sammeln und in der Apotheke schauen, was der Apotheker sagt, wenn ihr nach dem Kasten fragt. Also dann, ich gehe auf meine Massagebank und werde noch ein bisschen entspannen. Der Hochfrequenzapparat hat auch mittlerweile einiges an Bewertungen gesammelt. Hier zum Beispiel, ich lese mal einen vor. Mit ihrem Hochfrequenzapparat VIO bin ich sehr zufrieden. Warzen und Hühneraugen habe ich nach viermaliger Behandlung restlos beseitigt. Und auch sowas easy zu handhaben.